Ich bin Wolf-Dieter Storl. Ich lebe hier in diesem Wald. Ich war immer mit dem Wald verbunden. Schon als Kind in Sachsen, aber dann in Nordamerika, in den herrlichen Laubwäldern. Hab den Geist der Indianer dort mitbekommen. Der Wald tut gut. Und über den Wald werde ich in dem Vortrag erzählen. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, wie wir schon als Menschen vom Wald geprägt worden, physikalisch wie auch seelisch. Also viel Freude und Spaß beim Lesen und beim Vortrag. Und wollte diese dekadente Zivilisation, einen zivilisierten Menschen, kann man echt sagen, zivilisiert, denn die Syphilis ging dann herum, deswegen hatten ja die Medizin der damaligen Zeit für die Syphilis, das war Quecksilbersalben. Und man hat versucht, die kam ja aus Amerika, man hat versucht, Kräuter zu finden. Und da hat man dann mit Venuskräutern, so sanft milden Gewächsen, Leinsaat und Malven versucht, die Syphilitiker zu behandeln. Geht nicht. Und dann hat man zu stärkeren Pflanzen. Und, ach, ein bisschen lauter. Ach so, ich muss einschalten. Ja, jetzt geht's. Entschuldigung. Ja, genau. Wir haben hier eben gesprochen, wie die Syphilis kam und wie die Menschen zivilisiert wurden. Und da hat man kein Kraut gefunden dagegen, auch nicht die scharfen Marskräuter, die eine unzüchtige Venus in Schranken setzen sollten. Und da hat man dann gesucht und zuletzt kam man auf die Salben, sarazenische Salben hieß das. Und das waren Giftsalben, hauptsächlich Quecksilber drin. Und das war damals die Wundermedizin, sie schien etwas zu helfen und diese Salbe hatten die Kreuzritter mitgebracht und für Hautparasiten, wenn man da einrieb, waren die Hautparasiten tot. So, und nun fing man an, die Menschen einzureiben. Die Ärzte haben die Patienten, ist ja eklig, so kranke, gar nicht angefasst, aber die Assistenten mussten die einsalben. Die Assistenten haben sich selbstständig gemacht und wurden dann die Quacksalber auf den Jahrmärkten. Also so ging das. Aber das war immer so endemisch, die Syphilis und auch in den, besonders im Adel und im Klerus. Aber ich will nicht die ganze Zeit davon reden. Aber deswegen hatten sie diese gepuderten Perücken, weil durch Quecksilbervergiftung, das ist eine frühe Chemotherapie, da fielen ihnen die Haare aus und sie litten an Leber- und Nierenentzündungen. Ihre Haut war ganz schlecht. Der Körpergeruch war auch nicht gut. Und da kam dann die Parfümindustrie und die ganze Schminke auf und die gepuderten Perücken und diese Kleidung mit der Seide, lange Seidenstrümpfe und hier die Spitzen. Und das war dann zivilisiert. Das waren die besseren Menschen im Gegensatz zu den Bauern. Oh, die waren braun, ach wie eklig, anstatt blass und geschminkt. Und da gab es dann eine Gegenreaktion von einigen Philosophen,
erstmal in der deutschen Romantik, aber auch von Jean-Jacques Rousseau. Und er sagt, und das ist, er rät den Menschen, geht in die Wälder und werdet wieder Menschen. So, und das ist so. Ich habe hier auch ein schönes Gedicht von einem Förster namens Helmut Dagenbach. Vielleicht kennt ihr das alle, Dr. Wald. Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen, mich unverstanden fühle oder alt und mich die holden Musen nicht liebkosen, dann konsultiere ich Dr. Wald. Er ist mein Augenarzt und Psychiater, mein Orthopäde und mein Internist. Er hilft mir sicher über jeden Kater, ob er von Kummer oder Cognac ist. Er hält nicht viel von Pülferchen und Pille, doch umso mehr von Luft und Sonnenschein, und kaum umfängt mich angenehme Stille, raunt er mir zu: Nun atme mal tief ein. Ist seine Praxis oft auch überlaufen, in seiner Obhut läuft man sich gesund, und Kreislaufkranke, die noch heute schnaufen, sind morgen ohne klinischen Befund. Er bringt uns wieder auf die Beine, das Seelische ins Gleichgewicht, verhindert Fettansatz und Gallensteine, nur Hausbesuche macht er nicht. Also das fand ich ein tolles Gedicht dafür. Also ich bin ja als Elfjähriger, also als Fünftklässler nach Amerika ausgewandert. Ich konnte mich da nicht so gut einordnen und da bin ich dann immer in den Wald gegangen. Ich bin, also das erste Wort, was ich gelernt habe in Amerika, ein Nachbar, sagte, oh, here's a pistol. Ah, Pistol, gut, klingt wie Pistole. Und dann musste ich immer entweder Indianer, ich hatte ein bisschen längere Haare, Indianer spielen oder Deutscher und musste mich totschießen lassen. Es war okay, weil die Natur und so war toll, da rumzutollen. Dann wurde ich, dann sollte ich Baseball, er wollte mich, hey, come on, let's play Baseball, habe ich noch nie gesehen, Baseball nie gekannt. Und da stand man da so mit dem Baseballschläger und der und ging das vorbei und dann bin ich über den Zaun geklettert und da hörte ich noch, hey, you're crazy, du bist verrückt, da ist Gift Efeu, Poison Ivy und Klapperschlangen und so weiter und ich merkte, da war die Welt getrennt zwischen zivilisierter Welt, und also kultureller Welt und der Natur. Da gingen die Amerikaner nur rein, schwer bewaffnet im Herbst, um Tiere abzuschießen. Aber da entdeckte ich dann eine eigene Welt. Also da habe ich stundenlang in Bäumen gesessen und dann wollte ich Förster werden. Ich hatte so die deutsche romantische Idee, im Wald und auf der Heide, da suche ich meine Freude, ich bin ein Förstermann oder was immer. Und mit einem Pferd und mit treuen Hunden da durch den Wald zu reiten, das war mein Ideal. Und deswegen habe ich auch schwer gearbeitet, habe sogar eine Stahlwalzwerk geschuftet, und um Geld zu haben, zu studieren, kam ich dann zum Studium, Forstwirtschaft, Forestry. Und was lernt man da? Festmeter Holz berechnen. Und einige Bäume sind wirklich tabu und die hießen Wolfsbäume, Wolf Trees. Das sind welche, wo die Äste schön ausweiten und sie nehmen den Platz weg von den in Reihen gepflanzten Bäumen. Und also da habe ich dann, das habe ich dann lange nicht mitgemacht. Und als ich hier ins Allgäu kam, ich kam ins Allgäu, wir waren gelandet irgendwann über Indien in Norddeutschland und meine Frau sagt, oh, ich brauche Wald, ich brauche Wälder, die kommt aus den Rocky Mountains. Und da sind wir dann irgendwie durch die geistige Führung hierher gelotst worden. Wir haben eigentlich gar nichts gesucht. Aber dann waren wir hier plötzlich nicht weit von hier auf der Adeleck und waren dann im Wald. Und das war sehr schön. Da haben Waldarbeiter noch mit Rossen die Stämme aus dem Wald gezogen, sehr schonend. Aber jetzt, wenn man sieht, überall
Heute gibt es die Erntemaschinen, so Monstermaschinen, die heißen Harvester und Seilwinden. Da im Minutentakt, also 2 Minuten. Warum um? So, Monster, das ist wie aus vom Mars oder wo kommen die her? So wumm, und dann werden die durchgejagt und also in die richtige Länge geschnitten, Äste ab. Das geht innerhalb von 2 Minuten. Und das kommt mir so vor wie so eine Invasion aus einer anderen Dimension. Wann war das? Vor 3 Tagen wachte ich früh auf, 6 Uhr, kam eine riesen Maschine mit blinkenden Lichtern da oben und hat einen großen Haufen, einen Riesenhaufen von Holzabfall so durch einen Schredder gejagt. Das sind dann für die Chips. Und das gilt eigentlich als ökologisch. Also ich sehe nicht, warum so normale, das heißt CO2-neutral. Also das sind alles so kleine Schwindeleien. Da sagt er auch, also diese Maschinen sind ja so schwer, die verdichten die Böden und zerstören die feinen Netze der Myzelen, der Pilze. Und die Pilzmyzelen, die verbinden ja die Bäume, das ist wie der Waldboden ist sozusagen wie das Hirn des Waldes. Das hat sogar schon, das hieß früher, dass Pflanzen, hat Aristoteles schon gesagt, dass Pflanzen wie umgekehrt sind. Sie haben ihren Kopf im Boden, hat Aristoteles gesagt. Theophrast, sein Nachfolger, konnte das nicht mehr verstehen, aber es ist so, die Pflanzen haben ihre Fortpflanzungsorgane nach oben, das sind die Blumen und Blüten. Also eigentlich für Puritaner ein Schreck, wenn man da die Pflanzen, oh, das riecht ja wunderbar. Dann in der Mitte, also das Blattwerk, ist nicht nur eben ein Empfänger von Licht, die Blätter sind aus denselben Urzellen in der ganz frühen Evolution, sind die lichtsensiblen Zellen und die sind verwandt mit unserem Augenlicht. Wir haben es konzentriert und die haben ihre Augen über den ganzen Körper und die nehmen, eine großartige Botanikerin, Köchlin, Floriane Köchlin, vielleicht kennt ihr die. Und sie sagt, die Pflanzen haben 15 Rezeptoren für Licht, wir haben nur 5. Die Pflanzen nehmen ein ganz großes Spektrum des Lichtes wahr. Die können im Grunde genommen sehen, was wir sehen. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die neuesten, die sagen, dass die Pflanzen sogar sehen, wie wenn jemand vorbeikommt und so weiter. Also sie können das spüren. Pflanzen können sehen, aber was sie sehen, wandeln sie nicht in innere Bilder oder Gedanken um, sondern letztendlich in Wachstumsgesten, also in Wachstumserscheinungen. Das ist jetzt an dem Punkt, wo die Botanik angelangt ist. Etwas, was die Naturvölker irgendwie schon immer kannten. Ja, also auf jeden Fall, die schweren Maschinen, ist schwierig für die Pilze, der Boden wird festgedrückt, er versauert, weil der Kohlenstoff, Kohlendioxid, kann nicht entweichen und versauert und es ist also schon ganz schwierig für die Pflanzen und die Wasserspeicherfähigkeit im Boden sinkt und so weiter. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir uns heute wieder den Pflanzen, den Bäumen, den Wäldern zuwenden und zwar liebevoll zuwenden. Und die Brücke dazu ist das sogenannte Waldbaden.
Shinrin-yoku, es muss einen anderen Namen haben, sonst wird es über Waldbaden Quatsch. Aber Shinrin-yoku, wow, das ist ja und wissenschaftlich untersucht und wissenschaftlich bewiesen. Und das Waldbaden, die Ostasiaten sagen, die Menschen nehmen dadurch die Lebensenergie auf, Qi. Was dieses Waldbaden betrifft, barfuß auf dem Waldboden laufen, das ist was ganz Wunderbares. Bäume umarmen, ja, das sind irgendwelche ausgeflippte Esoteriker machen das, aber es tut wirklich gut, es tut gut. Einfach mal die Gedanken loslassen und sich mit dem Baum verbinden und ihre Energie spüren und riechen. Wir riechen ja kaum mehr. Also das ist Baumrinde riechen oder auf dem Boden kriechen und riechen. Das kann man auch zu Hause machen. Die Nachbarn, die werden sich freuen. Und das Hineinlauschen in den Wald, die Vögel hören oder wie der Wind durch die Kronen weht und einfach bewundern. Und da stellt sich heraus, dass das tut uns rein physisch gut. Also die Bäume, die strömen sogenannte Phytonzide, also hier, ich weiß selber nicht, was das alles ist, Alpha-Pinine und Isoprene und dann 10.000 verschiedene Terpene, Pheromone, Botenstoffe, ein ganzer Cocktail von Stoffen, strömen die aus. Mit diesen Stoffen, mit den Terpenen, kommunizieren die Pflanzen miteinander. Und wenn zum Beispiel hier im Wald ein Borkenkäferanfall ist, meistens kommt der Borkenkäferanfall, nachdem die Waldmaschinen durch sind, das habe ich auch gemerkt, denn ein Wald ist wie ein Energiefeld und so unsanfte Art und Weise, den Wald zu bewirtschaften, stört dieses Energiefeld und dann kommen erst die Borkenkäfer. Und dann, wenn einer befallen ist, dann strömt er die Botschaft aus durch Pheromone, also Duftstoffe, und andere Bäume fangen dann an, so wie Antikörper zu bilden, dass es den Borkenkäfer nicht so gut schmeckt. Auf solche Sachen kommen wir. Und einige Terpene sind dazu da, um gegen Pilz- und Bakterienbefall zu schützen oder auch Insektenbefall. Also, und das ist alles empirisch, quantitativ messbar. In Japan und China und Korea ist das ein echter Zweig der Wissenschaft. Und hier sind einige der Resultate. Wenn wir da durch den Wald laufen, waldbadend, dann nehmen wir das mit der Haut und der Lunge auf. Es wirkt blutdrucksenkend, die Pulsfrequenz verlangsamt sich. Herz und Kreislauf werden besser durch einen Waldspaziergang. Das haben wir immer gewusst. Das gehörte mit zu unserer Kultur eigentlich. Es heißt, schon nach einer halben Stunde im Wald gibt es das. Die Stresshormone sinken, Burnout und ADHS. Das ist so ein Quatsch. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivstörung. Das ist, was Kinder kriegen, wenn sie eingesperrt sind und die ganze Zeit nur Elektronik haben oder wenn sie dann, wenn die Sonne scheint und sie würden lieber einen Baum klettern und sich als ganzheitliche Wesen erleben, dass sie, da müssen sie in der Schule sitzen und totalen abstrakten Quatsch lernen und viele Sachen, die sie lernen müssen, ist also negativ. Oh, die Welt stirbt und die Natur stirbt und was sollen junge Seele machen mit solchen Zeug. Am liebsten würden sie rausgehen, aber das ist dann, und dann werden sie zappelig und das ist dann Aufmerksamkeitsdefizit, hyperaktiv, Störung. Und weiter. Die Terpene stimulieren das Immunsystem. Man wird weniger anfällig für Allergien. Allergien ist ja heutzutage ein großes Problem, überhaupt die ganzen Autoimmunkrankheiten. Und das mit dem Ambrosia, das ist der Name für das beifußblättrige Traubenkraut, das hatten die Menschen nie. Das hatten die Menschen nie. Das ist
die Pollen, die verursachen eigentlich keine Störung. Es ist nur, wenn das Immunsystem nicht weiß, wofür es da ist. Erstmal als kleines Baby, Impfungen, und dann bei jedem kleinen, ja, auf Schweizerdeutsch sagt man so ein bisschen Schießdreck, da wird Antibiotika gegeben und so weiter. Und das Immunsystem weiß gar nicht mehr, für was es da ist. Oh, liebe Gott hat mich ja geschaffen, ich soll ja diesen Menschen helfen. Und ja, was mache ich? Und dann kommt ein Ambrosia-Pollen daher und dann, das ist es. Und dann Schnief, Tränen, Husten und so weiter. Also das ist ein arbeitsloses Immunsystem, das sagt, ich kann auch was. Es ist eigentlich eine Zivilisationskrankheit. Man hat herausgefunden, dass Kinder, die Geschwister haben, sind weniger anfällig. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es trotzdem. Ungeimpfte Kinder, da habe ich Statistiken von der Schweizer Homöopathischen Gesellschaft gut recherchiert, geimpfte Kinder haben 14 Mal häufiger Autoimmunkrankheiten. Ja? Ich meine, das sind solche Sachen. Und Traubenkrautpollen, wenn man da in den Wald geht und schön durchatmet, dann ist man in die Städte weniger anfällig. Ein Professor King Lee von der Nippon Medical School in Tokio spricht sogar, dass die Antikrebsproteine erhöht werden. Das heißt, schon bei einem Spaziergang im Wald, die Killerzellen im Blut nehmen zu. Wer 2 Tage im Wald verbringt, hat anschließend doppelt so viel Killerzellen im Blut wie sonst. Und ein Spaziergang im Wald erhöht die Dehydroepiandrosteron. Gut, Abkürzung DHEA. Ja, da muss ich gleich hier im Google googeln. Und das ist ein Nebennierenrindenhormon, eigentlich ein Dopingmittel auch. Stärkt die Muskeln, wirkt positiv auf den Blutzuckerspiegel, Herzschutzsubstanz und so weiter, gegen Depression, Alzheimer, Anti-Aging-Mittel und so weiter. Der Waldspaziergang steigert, auch haben die Japaner herausgefunden, das Libido, das auf Deutsch gesagt, komm Mädel, wollen wir im Wald spazieren gehen. Es senkt die Erregbarkeit des Sympathikus, also im vegetativen Nervensystem, und steigert die Parasympathikus-Aktivität. Parasympathikus, wenn man total entspannt ist. Sympathikus ist das Verhalten, wenn der Mensch gestresst ist und sich vorbereitet auf Kampf oder Flucht. Also die Muskeln verspannen, auch die Venen verspannen. Es verspannt ja nicht nur die Muskeln, die Venen verspannen. Und wenn dieser Verspannungszustand, Stress genannt, anhält, dann kriegen die Venen zum Teil kleine Risse, die dann zugepflastert werden mit Cholesterin. Das ist so wie ein Pflaster, erste Hilfe. Also das hängt auch zusammen. Sympathikus, die Hypophyse wird aktiviert und das endokrine System, Adrenalin, mehr Adrenalin im Blut, Rücken, Nacken, Verspannungen und schnelle, flache Atmung, und die Verdauung wird abgestellt oder auf Minimum gebracht und die Spucke bleibt weg. Und da hat mir ein Missionar, der in Afrika war, hat mir da erzählt, dass er den Menschen natürlich den wahren Glauben beibringen wollte, und seine Rivalen waren die Witch Doctors, die Hexendoktoren, die Ngangas. Und ihm wurde seine Konfirmationsuhr geklaut und er hing an der und er wusste nicht, wie kann ich die wiederkriegen. Da war er gezwungen, zu dem Rivalen zu gehen, zu dem Nganga, und sagen, kannst du mir helfen, die Uhr gehört mir sehr viel. Kein Problem, sagte der und ließ alle potenziellen Täter
in der Reihe stehen, alle Männer im Dorf, und sie mussten alle einen kleinen Kieselsteinchen, einen kleinen Steinchen in den Mund nehmen, und dann ging er mit dem Missionar an den Leuten vorbei und die mussten ausspucken in die Hand. Na, du bist es nicht, na, du bist es auch nicht, du bist es nicht. Rück die Uhr raus. Wie hat er das erkannt? Weil, wenn man entspannt ist, hat man Spucke im Mund. Aber wenn man gespannt ist oder verkrampft ist, dann wird der Mund trocken. Es bleibt einem die Spucke weg. Und der hat einen trockenen Kieselstein ausgespuckt. Und der hatte auch die Uhr geklaut. Das ist ein fantastisches Verständnis von der Funktion des vegetativen Nervensystems. Und und das ist eben, man wird entspannter im Wald. Die Sinne werden stimuliert. Das ist was ganz anderes als die monotone elektronische Stimulierung, die man, sagen wir mal, im Fernsehen oder am Bildschirm hat. Wenn man das richtig phänomenologisch denkt, da sitzen Leute und es ist schlimm, was da passiert im Fernsehen und weinen und so weiter oder ärgern sich, also ja, Blutdruck geht hoch und so weiter. Es ist eine tote Stimulierung, da ist kein wirklich lebendiges Wesen da. Gell? Und das ist, da reagiert man gedanklich und emotionell. Und man nimmt das ja auch mit in den Schlaf hinein, das merke ich auch. Also wir haben nämlich auch Fernseher inzwischen, wollte es nie haben. Und dann kommt die Tochter aus der Schule und sagt, ja, die alle, die reden von dies und das. Und sogar die Lehrerin, die sagt, die sollten das Programm angucken und wir leben hier wie in der Steinzeit und haben keinen Fernseher. So, kommt nicht in Frage, ich bin ja der Herr im Haus, das kommt nicht in Frage. Ja, und dann bin ich mal eine Woche weg und komme zurück, da steht dann ein großer Fernseher. Ist überhaupt Herr im Haus und so. Ah, wie schön, vielleicht werde ich Muslim, denn da darf man das sein. In der chinesischen Philosophie sind die Frauen Yin und der Mann ist Yang. Und Feuer ist Yang und Wasser ist Yin. So, stellt euch mal vor, Feuer und Wasser, wer gewinnt? Habt ihr schon mal gesehen, wie Wasser Feuer löscht? Oder wie Feuer, nee, umgekehrt. Ja, genau das. Die Anthroposophen, die zum Teil sehr, sehr tolle Menschen haben, die gut beobachten, gut meditieren, die sagen vom Fernsehen schauen oder überhaupt Film schauen, weil man reagiert, die Seele reagiert in ihrer Sprache, der Astralleib reagiert emotionell und gedanklich darauf und da ist, das ist alles nur, stimmt alles nicht und dadurch kriegt man Löcher, sagen sie, im Astralleib. Man reagiert auf Dinge, die gar nicht wirklich sind. Es sind keine richtigen Menschen, es sind Schauspieler. Also Schauspieler. So. Und dann die Ausstrahlungen von Ausdünstungen von Kunststoff und elektromagnetischen Strahlungen, die sind bei weitem nicht so gesund wie Shinrin-Yoku im Wald baden. Und im Wald ist es auch schön grün. Ein Professor Yoshifumi Miyazaki. Ja, den gibt es anscheinend wirklich. Und er hat gemessen, nur den Wald sehen, senkt den Stressspiegel bei 13,4%. Allein der Blick auf einen Baum aus dem Fenster des Krankenhauses beschleunigt Heilung. Also wenn man im Krankenhaus ist und da sind Fenster und man sieht einen Baum, die Genesungsrate ist messbar schneller, als wie wenn die Leute keinen Baum sehen. Also wir Bäume tun uns gut, grün, die Farbe grün tut uns gut.
Also das basiert auf einer evidenzbasierten Studie von einem Professor Roger Ulrich in Schweden. So, man muss es ja irgendwie immer belegen und so, was offensichtlich ist. Es wurde auch studiert, dass je mehr Bäume in einem Stadtviertel sind, umso gesünder sind die Menschen. Das ist eine echte Korrelation. Und ja, also das Riechen des Waldes ist sehr wichtig, weil das Riechen ist der Ursinn. Es verbindet mit unserem ältesten Hirnteilen über das limbische System. Geht es, oft ist unser Riechen, sind wir gar nicht uns bewusst, aber es geht hinein in den Teil des Hirns, das älteste Hirn, Reptilienhirn, wo unsere Instinkte und Gefühle basieren. Und ja, da könnte man noch was sagen, aber wir wollen ja noch mehr zum Wald kommen. Hier sagt ein Arzt, Dr. Med. Gerhard Schmidt, wenn Umwelt und Nahrungsmittel immer unnatürlichere oder immer weniger natürliche Düfte haben, dann werden wir von der geistig-kosmischen Atmosphäre zunehmend entfremdet. Ausdünstungen von Plastikmaschinen und synthetischen Chemikalien wirken krankmachend und chaotisierend, die Nabelschnur zum geistigen Kosmos wird unterbrochen. Also das sind interessante Gesichtspunkte. So, und nicht nur so den Körper tun die Bäume und der Wald gut, sondern der Seele. Oft nach der Schule, oder es war früher so, klettern die Kinder auf Bäume haben wir und kommen dann wieder zu ihrem Wesen zurück. Alte sitzen gerne auf Parkbänken unter Bäumen. Es tut der Seele gut. Der Wald gibt Inspirationen. Beethoven hat seine Pastorale, die 6. Symphonie, diese wunderbar. Es ist fast wie ein Malen mit Tönen. Und er hat diese Symphonie komponiert bei Waldspaziergängen im Wiener Wald. Und da hört man so die Stürme im Wald und so ganz ein Wunder, die sechste. Und ja, und hier schreibt ein Poet: Waldesruhe, Waldeslust, bunte Märchenträume, oh, wie labt ihr meine Brust, lockt ihr meine Reime. Also die Inspiration kommt im Wald. Viele auch Philosophen, die auch in altgriechischen Zeiten, die liefen in der Natur im Wald, um die Inspiration zu kriegen. Das ist was anderes als wie in einem Kasten viereckig zu sitzen. Da kriegt man ganz andere Inspirationen. Im Wald spricht die Natur mit uns. Wolfgang Bauer sagt, das ist ein Schriftsteller, der ist Freund von mir, der sagt: Von meiner Großmutter hörte ich, dass man bei Problemen, die im Moment unlösbar erscheinen, eine Nacht unter einem Baum schlafen soll. Am Morgen habe man dann gewiss eine Eingebung. Das ist so, weil die Bäume sind nicht nur Materie, nicht nur so biologisches Wesen. Inzwischen wissen wir, dass die Pflanzen viel mehr können und sie sind eine Brücke zu den Welten, von denen die echten Schamanen oder Hellseher sprechen. Und wir kriegen dort Inspirationen. Gibt es einen Englischen lebt im 17. Jahrhundert, Edmund Waller, er sagt, ich weiß nicht, ob ich das Englisch sagen soll, mal sag's mal auf Deutsch: Der heilige Hain, in dererlei grünen Palästen residierten die ersten Könige und schliefen in ihrem Schatten, und Engel unterhielten sie. Der Besuch im heiligen Hain machte sie weise. Ich finde das sehr schön. Ein Freund von mir, der Clemens Arvey, der hat ja ein paar Bücher geschrieben, das ist ein österreichischer Biologe. Biophilia-Effekt oder Heilcode der Natur, und er sagt: Nicht nur enthält die Natur
Terpene, die uns gut tun, sondern die Trennung vom Wald ist, was uns krank macht. Er nennt es dann ein NDS-Syndrom. Das ist keine Partei, sondern es ist einfach, es heißt Nature Deficiency Syndrome. Klingt immer besser, wenn man es fremdsprachig sagt, aber was er sagen will, ist, was uns krank macht, ist die Trennung von der Natur. Nicht, dass wir nur in den Wald gehen, um gesund zu werden. Und die Bäume, der Wald tut uns gut, aber es ist so, dass der Wald uns auch braucht. Der Wald braucht uns. Da gibt es ja diesen Slogan, der von den Massenmedien immer wieder verbreitet wird. Die Natur braucht uns, wir brauchen die Natur braucht uns nicht. So völlig antihumanistisches Gedankengut. Oder der so als witzig gemeint, es treffen sich zwei Planeten und der eine sagt zu dem anderen, oh, das sieht aber schlecht aus, ja, mir geht's ganz schlecht. Ich habe Homo sapiens, sagt der andere, oh, das geht schnell vorüber. Das ist gemein, ich bin gar nicht einverstanden, denn die Natur braucht uns. Wir sind Teil der Natur, wir gehören dazu. Wir sind nicht, vielleicht einige von uns sind außerirdisch, aber wir kommen aus der Natur. Und was sagt ein indisches Sprichwort? Gott schläft in einem Stein und lebt in den Pflanzen und träumt in den Tieren und ist in den Menschen wach. Wir sind Teil des Ganzen und wir haben im Sinne von Gaia, hat es einen Sinn, dass es uns gibt. Das wurde mir mal ganz klar, als ich am Atlantik war, am Meer und in Wonne da drin geschwommen und Wellen gesurft bin. Und dann kam ich raus und sagte, ach, bist du wunderschön, Meer. Und dann kam mir der Gedanke, ja, wir haben in unserem Blut und Lymphen, das ist genau dieselbe Zusammensetzung an Mineralien wie das Meer, wir sind das Meer, das aus dem Meer herausgekommen ist, wie das Leben überhaupt, auch die Pflanzen und alle unsere tierischen Verwandten. Wir kommen aus dem Meer, wir tragen das Meer in uns. Deswegen schmeckt auch Blut ein bisschen salzig und so. Und wir schauen bewusst zurück auf das Meer und können sagen, ei, bist du schön. Und das ist, das kann man heutzutage nicht an der Universität lehren, aber das Meer freut sich. Das ist wie bei Pflanzen auch. Die Pflanzen, nicht nur, dass die Pflanzen uns physisch nähren und dann Terpene und so weitergeben, sondern es ist so, wenn wir mit den Pflanzen, wenn wir sie bestaunen, bewundern, ihre unglaubliche kosmische Schönheit bewundern, das gibt denen Kraft. Mein alter Lehrer, der Arthur Hermes, das war ein Einsiedler im Schweizer Jura, der nannte das geistige Düngung für seinen Garten. Alle kamen in seinen Garten, wundern, wie schön das alles wächst. Und er sagt, es ist die Liebe und die Bewunderung, die eine geistige Düngung ist. Und das ist, was wir brauchen im Wald. Menschen, die hingehen und wieder staunen und bewundern können, das tut nicht nur den Menschen gut, tut auch den Wald gut. Denn Pflanzen können viel mehr wahrnehmen, als wir glauben. Ja, denn Pflanzen nehmen viel mehr wahr, als wir denken. Hier in der neuesten Wissenschaft, Floriane Köchlin zum Beispiel, eine Schweizerin, total wissenschaftlich, das ist ihre Seite. Pflanzen können riechen, und zwar über ihren ganzen Körper hinweg. Das macht auch Sinn, sie kommunizieren mit diesen Terpenen und Botenstoffen und so weiter. Sie können schmecken. Also ihr kennt das sicher, wenn da eine Raupe irgendwo frisst, die Pflanze analysiert den Speichel, also das sind unsere Worte, analysiert den Speichel und weiß, was für ein Insekt an ihr knappert. Und dann
entwickelt sie einen Botenstoff, der die Wespen, also die parasitären Wespen an oder ja hier Mites, also Raubinsekten anspricht, und die kommen dann und legen dann ihre Eier in die Raupen, und die werden, und so wird sie die Raupen los. Sie können schmecken. Die Pflanzen können tasten, die Bäume können tasten, sie tasten sich durch den Boden, sie schmecken durch den Boden. Es ist nichts, also es ist so wieder mal der umgekehrte Mensch. Wir haben unsere Fortpflanzungsorgane unten, und hier ist die Atmung, auch bei den Pflanzen. Blattwerk ist Atmung, da wird von den Blättern wird CO2 aufgenommen, das ist die Nahrung der Pflanzen, ohne CO2 gäbe es keine Pflanzen, und dann wird mit Hilfe von CO2 und Wasser und der Energie der Sonne, wir nennen das Photosynthese, da wird dann das urorganische Molekül geschaffen, und das ist Zucker. Und das wird eben in dem grünen Blattbereich gemacht, aber das ist, und dann atmen sie den überschüssigen als Abfall Sauerstoff aus. Und am Anfang, vor 400 Millionen, 500 Millionen Jahren, da haben sich die Pflanzen wunderbar vermehrt, aber die hatten ein Abfallproblem. Und was sie dann gemacht hatten, das ist ein bisschen märchenhaft erzählt, aber im Grunde genommen ist das so, was sie gemacht haben, ja, dann haben sie Organismen geschaffen, die diesen Abfall aufnahmen, Sauerstoff, und die organische Materie oxidiert haben und haben dann CO2 ausgeatmet. Was die Pflanzen wollen, das ist, was sie ja brauchen, ihr ganzes Kohlenstoffskelett ist aus CO2 gewonnen. Das heißt, wir hätten kein Holz für kalte Abende im Winter oder so. Also das ist überhaupt, das mit den CO2 ist heutzutage eine Hysterie. CO2 senken. In der Erdgeschichte gab es im Erdmittelalter 10-mal so viel CO2 in der Luft. Da wuchsen auch die Schachtelhalme und alles so hoch wie Fichten, und zu der Zeit waren wir machten gerade den Sprung von kleinen Reptilien in Richtung Säugetiere, und es ist die Erde, Gaia kann man sagen, verhält sich wie ein Organismus. Wenn es zu viel CO2 gibt, dann wachsen die Pflanzen viel schneller und nehmen das auf. Und heutzutage sind wir an einer Stelle in der Erdgeschichte, wo CO2-Gehalt sehr, sehr niedrig ist. Und das sieht man an fossilen Blättern. Die Blätter in früheren Zeiten, im Erdmittelalter, die hatten die Spaltöffnungen unten, die sogenannten Stomaten, die waren viel weiter auseinander, und heutzutage kamen die Pflanzen viel mehr Spaltöffnungen, weil sie sozusagen, sie kriegen nicht genug Luft, CO2, genauso wie wir, wenn wir wenig Sauerstoff haben, dann fangen wir auch an. Also das sind so Sachen, also wir haben heutzutage eben die CO2-Hysterie, aber ich will darüber nicht reden. Es ist sehr gut für die Wirtschaft, alle Verbrennungsmotoren zu verbieten, egal wie gut die sind, denn der Markt ist gesättigt. Fast jeder hat ein Auto, fast jeder arme Schlucker kann sich sogar ein Auto leisten. Der Ostblock auch, lauter Autos dort. Da muss ein neuer Impuls gegeben werden, und da machen wir halt Elektroautos und sagen, die sind viel sauberer. Dann möchte ich mal wissen, wo die Elektrizität herkommt.
Das kriegen wir nicht hin, so viel Strom. Aber es kurbelt die Wirtschaft an, da muss man Stromtrassen und noch mehr Windräder und das langt auch noch nicht. Und dann sind ja unsere Nachbarn in Frankreich und Polen und so weiter, die haben schöne Atomkraftwerke, die sind sauber, CO2-frei und da kriegen wir unseren Strom her. Und für die ganzen Elektrosachen braucht es Lithium und selten Erden. Wo kommen die her? Ja, warum hat es da so ein bisschen Krieg gegeben in Mali, wo sogar Bundessoldaten hingeschickt wurden? Weil es da eben diese Rohstoffe gibt. Und ich war jetzt in der Mongolei und da sah ich, wie die Suche, da gibt es kaum Gesetze, weil die Regierung korrupt genug ist, wie der Boden aufgewühlt wird, die Nomaden bedrängt werden, weil der Boden aufgewühlt wird für diese Sachen. Aber davon will ich gar nicht reden jetzt. So, Pflanzen können schmecken und können tasten und sie tasten durch den Boden und sie sind voll lebendig. Das heißt, da ständig wachsen sie, fühlen, schmecken, nehmen Dinge auf, nehmen Wasser auf und seltene Ionen, Kationen und so weiter zur Ernährung. Und sie verbinden sich, verquicken sich, die Bäume verbinden sich, Pflanzen überhaupt, 90%, verbinden sich dann mit den Pilzmyzelen. Pilze sind nicht das, was wir denken, das ist nur, da sieht man so einen wunderschönen Pilz, so einen wunderbaren Fliegenpilz, einige zur Eliminierung von Idioten unter den Menschen, so Knollenblätterpilz und so weiter. Aber das sind nur die Fruchtkörper, das ist wie wenn der, wenn man den Mensch nur, sagen wir mal, seinen Fruchtkörper, einen Penis oder was, und das ist dann der Mensch. Nein, der Pilz ist riesig. Pilze sind riesig. Da habe ich eben, da haben sie im Jahr 2000 einen Hallimasch gefunden in dem Wald von in Oregon und konnten das mit DNS-Analysen konnten sie feststellen, dass dieser Wald, da habe ich hier die genauen Statistiken, 850 oder wie viel ist das? Ich habe es hier genau, damit ich. Ja, hier. Dieser erste Hallimasch, den Sie fanden, über 600 Hektar groß. Und kurz danach wurde ein anderer, der 890 Hektar hat. Haben Sie da überhaupt eine Idee, wie groß das ist? Das ist riesig. Das ist keine Idee. Und dieser Pilz ist 8,9 Kilometer breit. Also da denken einige Hippies, sie sind schön breit, aber das ist... Gewicht 600 plus Tonnen. Da ist ein Wal, ein Zwerg dagegen. Und das Alter wird geschätzt so von 3.000 bis 7.000 Jahren alt. Und das sind, und die, wir sehen die nicht, die leben unter dem Boden und haben, machen so ein richtiges Geflecht. Das ist wie, das sind meistens weiße Fäden, die einander überkreuzen. Und das ist wie ein Netz. Biologen sprechen von World, nicht World Wide Web, sondern Wood Wide Web. Denn da über dieses Netz werden Botschaften ausgetauscht. Und der Pilz, der holt dann, der produziert Wuchsstoffe für die Bäume und Wasser. Bei dem trockenen Jahr, wie wir es dieses Jahr hatten, würde der Wald überhaupt nicht überleben. Aber es sind die Pilze, die dann Wasser leiten und zuführen und eben Wuchsstoffe und sie helfen dem Wald und den Bäumen. Und was kriegen sie dafür, diese Pilze? Sie kriegen dann das Sonnenlicht in Form von Zucker. Und denn Pilze mögen kein Licht. Pilze wollen immer unter der Erde bleiben. Nur boah, wenn sie sich fortpflanzen wollen, dann machen sie so einen Pilz ganz schnell. Und dann
Und das geht viel schneller. Pilze sind ja keine Pflanzen. Die haben kein Zellulose. Ihr Körper besteht aus Chitin und so wie Insekten. Wenn die Zellulose hätten, würden sie sich selber verdauen, denn sie verdauen ja Zucker und Zellulose und so weiter. Und sie kriegen das Licht in mineralisierter Form als Zucker. Und da freuen die sich. Einige Pilze, und Pilze sind hochintelligent, einige Pilze, die wollen überhaupt nicht ans Licht. Und da ist ein toller Pilz, der macht Trüffel. Und der macht einen Geruch wie brünstige Sauen. Und dann haben kluge Menschen, weil der Trüffel soll auch Menschen brünstig machen. Und kluge Menschen haben dann Sauen, die dann suchen und dann werden die Trüffel gefunden. Normalerweise holen sich die Sauen die Trüffel und dann kriegen sie die Sporen auf die Nase und dann gehen sie weiter und wühlen woanders und die Sporen werden auf diese Art und Weise transportiert, ohne dass die Pilze die Sonne direkt ertragen müssen. Und auch die kleinen Pilze, die in uns leben, Candida zum Beispiel, in den privaten Regionen der Anatomie, da befinden die sich. Die wollen eben auch kein Licht. Also deswegen Sonnenbaden und sowas Gutes. Und da sind aber einige religiöse Menschen dagegen, da hat man lieber Pilze. Und diese Pilze, die sind klüger als wir denken, wie ich sagte, das ist ja genial, Schweineduft zu machen, damit die Schweine suchen. Und die Candida, auch genial, die sagen, wenn man dann, ach, ich hätte gerne noch eine Tasse Kaffee, und dann macht der Pilz ein kleines Signal zu unserem limbischen System und sagt, ja, wie wär's denn, ach, nimm doch noch Zucker, ist doch gut, schmeckt doch so gut. Und noch eine Sahnetorte, ja. Und das sind vielleicht nicht wir, die das so unbedingt wollen, das sind die Pilze, die uns das kommunizieren. Ja, das hat man herausgefunden. Ohne die Pilze gäbe es überhaupt keine Wälder. Sie sind, wie ich sagte, das Hirn. Die sind wie die Hirnfasern. Ist wie das, wir haben hier ist der aufnehmende Pol unseres Daseins. Da nehmen wir, da sehen wir, ist auch interessant, das Sehen ist nicht nur ein passives Abbilden, sondern es ist auch ein aktives Greifen. Man spürt ja, wenn einer anblickt oder hübsche Frauen, die müssen dauernd hier die Blicke ertragen und ganz junge Mädchen laufen dann so durch die Stadt, weil man kann mit Blicken berühren, auch im Negativen. Es gibt ja so etwas wie der böse Blick. Also wenn die Seele nicht rein ist und voll Neid oder was immer, dann ist der Blick nicht gut. Und das kennt man in allen Kulturen, bösen Blick. Man kennt aber auch einen liebevollen Blick. Wir werden von Blicken werden wir berührt. Und wir berühren eben, wir können mit unseren Blicken Pflanzen berühren. Und das tut den Pflanzen gut, wenn wir sie liebevoll berühren. Die Lieblingspflanze, die ihr habt, die wächst dann umso viel besser. Ja. Eine meiner Lieblingspflanzen ist der Beifuß. Und den gab es hier im Allgäu praktisch nicht. Und dann, als sie die Schienen rausrissen im Zuge der Rationalisierung der Bundesbahn in Isny, an den Schienen gleisen, da ist es warm genug und da wuchs ein kleiner Beifuß. Und ich fuhr vorbei und sagte, ah, ein kleiner Beifuß. Kam ein Bagger und ich bin schnell rausgerannt. Zum Glück hatte ich eine Schaufel rausgeholt, bei mir oben gepflanzt, wo es überhaupt keinen Beifuß gibt. Im nächsten Jahr, 3 Meter, riesig. Das ist die Antwort. Pflanzen, Bäume antworten auf die Menschen. Die Antwort. Und dann im Jahr darauf, also in dem Jahr, dann im Jahr darauf überall kleine Beifüßchen, ganzen Garten voll. Ja, was macht man dann? Lieblingspflanze und so. Ja, so gräbt man die aus und pflanzt die überall woanders.
aber immer noch im Garten, bis dann, ja, danach meine Frau sagt, ja, überall dieser Beifuß, ja, schrecklich, man kommt ja gar nicht mehr in den Garten. Ja, und dann habe ich gesagt, sorry, also kannst noch hier bleiben, aber nicht so mächtig. Aber die Pflanzen reagieren auf uns. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, und ich denke, nach vielen Jahren, glaube ich, die haben recht, dass die Pflanzen, die wir brauchen, die uns helfen und heilen können, die wachsen dann plötzlich im Garten. Und das haben sehr viele Leute erlebt. Also das ist dieser Aspekt. Pflanzen sind nicht das, was wir unbedingt in dem Biologieunterricht lernen, weil der Biologieunterricht erfolgt den Prämissen der Naturwissenschaft. Und das heißt, es muss physikalisch da sein, gewogen werden können und so weiter und gemessen. Aber genau, die Pflanzen sind ein bisschen mehr als das. Das ist genau wie wir. Als ich in der Highschool war, da hat unser Science-Lehrer, Science-Teacher erklärt, was Menschen sind. Er sagt, ja, wir bestehen aus so und so viel Kalk und ein kleiner Schachtel Phosphor und dann, und dann eine Flocke Gold, da habe ich gleich an Danziger Goldwasser gedacht, oh, das ist ein Schnaps, wo ein kleines Goldflöckchen drin sind. Und das hat mich am meisten beeindruckt, so viel Eisen wie in einem Nagel haben wir. Und das orientiert uns an den Erdmagnetismus. Also, und dann noch ein paar Spurenelemente und so weiter. Und wenn man das alles in der Drogerie oder Drugstore kaufen würde, dann wäre der Mensch ungefähr 2,70 Dollar wert. Und das ist physikalisch der Mensch. Und das ist ähnlich bei den Pflanzen. Also ja, wir können Abläufe, Reaktionen und dergleichen messen, Inhaltsstoffe. Bei der Kräutermedizin, dann hat es Alkaloide und Triterpene und so weiter drin. Aber das ist nur so wie die Asche. Pflanzen sind viel mehr als das. So, und Pflanzen können hören. Und das ist auch verrückt. Hören, das hätte ich, wenn ich das gesagt hätte an der Uni, ich wäre sofort rausgeflogen. Aber die Membrane sind empfindlich für Töne. Das ist alles inzwischen, das ist nicht hier irgendwie gesponnen, das ist wissenschaftlich. Gibt es Untersuchungen, tiefe Töne, die Wurzeln gehen darauf zu, bei höheren Tönen gehen sie ab. Und die Vögel, sie hören und brauchen Vogelgesang, Grillen, Zirpen und so. Die Indianer haben immer erzählt, dass die Vögel und besonders die Zikaden, wenn man in Nordamerika ist, das sind wie Chöre. Das hat jemand aufgenommen, diese Chöre, und dann ein bisschen kondensiert. Das klang wie die Chorale, Gregorianischen, genau, Chorale. Also, und die Indianer sagen, die Tiere, die Zikaden, singen den Mais und das Obst in die Reife. Die brauchen das. Und dann in den 70er Jahren, da gab es einen Biologen, der hieß Dan Carlson. Und er hat dann in Orangenhainen in Florida, wo sämtliche Vögel weg waren wegen Pestiziden und so, und die Orangen, ja gut, ich kenne das noch damals, da waren die Orangen, wurden sie noch nicht mit Flugzeug geflogen, wir wohnten in Nord-Ohio. Da kaufte man im Supermarkt Orangen, aber die haben sie unreif gepflückt und die waren dann orange in orange Farbe getaucht. Ja. Aber er hat dann diese riesen Orangenhain dann beschallt mit Vogelgesang und die Ernte war viel größer, Vitamingehalt war um 30%, also Vitamin-C-Gehalt gestiegen, die Pflanzen waren gesünder
und das nur durch Beschallung. Also Pflanzen können hören, Bäume können hören. Das ist für Naturvölker überhaupt keine Sache. Bei den Hopi, die alten Männer, die nicht mehr ihre Energie in die Fortpflanzung geben, die gehen in die Maisfelder und anderen Felder und besingen die, damit diese Energie dann ihnen zugute kommt. Und ich sage, ja, das ist ganz wichtig. Also kennen die meisten Naturvölker, dass sie Pflanzen besingen. Es macht auch Spaß, Pflanzen zu besingen. Das ist schon eine gute Sache. Okay, und sie, was machen sie noch? Pflanzen spüren Schwerkraft. Florian Köchlin sagt, sie spüren es sogar, wenn man durchgeht und sie streichelt und dergleichen. Und das ist so die Sache. Wir sind, zurück zum Wald, wir sind Geschöpfe des Waldes, absolut. Zum Beispiel im Tertiär, im frühen Tertiär, das ist die Zeit nach der Kreidezeit, als dann die Dinosaurier verschwunden waren, vor ungefähr 65 Millionen Jahren, da war die Erde mit tropischen Wäldern bedeckt und es war feucht und heiß. Und alles wuchs sehr gut, weil die Pflanzen sehr viel Nahrung hatten, sehr viel CO2. Und da entwickelten sich unsere Vorfahren, teilten sich ab von den insektenfressenden kleinen Säugetieren, das sind wie die Spitzmäuse, die sind übrigens mehr verwandt mit uns als die Mäuse selber, so interessant, gell? Und da waren unsere Vorfahren, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, also die Schamanen unter uns können da hinreisen und das genau sehen. Das habe ich nicht ernst gemeint. Da waren unsere Vorfahren so groß wie Katzen und kletterten in den Bäumen herum und fraßen Nüsse und Obst. Und also katzengroße Fruchtfresser waren wir. Und die Augen, anstatt an der Seite, wie bei vielen Tieren, die gingen nach vorn, sodass sich das Blickfeld überschnitt und dass sie Tiefe sehr gut erkennen konnten. Der Daumen hat sich, wir haben das übrigens, die fünf Finger haben wir noch aus dem Zeitalter der Lurche, also so kleine Lurche und Frösche, deswegen sind die so lieb, denn also Paläozoikum ganz früher, da waren wir auch Lurche mit solchen Fingern. Und das haben wir beibehalten bei anderen Tieren, da wurde das so hier bei Ziegen und Paarhufern, da wurden zwei behalten. Bei dem Pferd wurde nur der Mittelfinger behalten und ja, ich weiß, unanständig, aber das ist behalten worden beim Pferd, die laufen so. Und der Hund hat noch so fast, ja, vier Finger hat er und dann noch so einen winzigen Daumen an der Seite. Da würden die Biologen hätten früher gesagt, ja, das ist ein Überbleibsel, ein Survival und hat keinen Sinn mehr. Aber ich habe gemerkt, dass alles irgendwie Sinn hat. Und dieser kleine Daumen, der hilft beim Halten von Knochen beim Kauen. Ja. Und wir haben die ursprünglichen fünf Finger behalten, denn da können wir greifen. Und in dem frühen Tertiär hat sich der Daumen dann so selbstständig gemacht, dass wir Dinge sehr gut halten können und sehr gut greifen können und dass wir die Nahrung mit der Hand zum Mund führen konnten. Das haben nur sehr wenige Tiere und eine Sitzhaltung beim Essen. Ja, und im Mitteltertiär, da kühlte die Temperatur ab auf ungefähr, was sie heute ist. Und es kündigten sich dann die zukünftigen Eiszeiten an. Also vorher war 25 Grad Durchschnittstemperatur auf der Erde. Und mit der Abkühlung und dieser dunstigen Atmosphäre schrumpften die Wälder. Und da waren nun die schon weiterentwickelten Primaten, so Menschen, affenähnlich, Richtung Menschen, die waren
die waren dann, die hatten dann einen immer weniger großen Lebensraum, und da sagt man, hat man gefunden die Knochen von einem Hominoiden, das heißt menschenartigen Wesen, und das ist Prokonsul. Der hatte nicht großes Hirn, 200 Kubikzentimeter. Schimpanse hat heutzutage 500 Kubikzentimeter. Affen, also Menschen haben um die 1500 Kubikzentimeter, großen Kopf, wa? Und die Neandertaler, die hatten so 1700. Die Neandertaler hatten mehr Hirn als wir. Das waren auch die einzigen, die es vermochten, in der Eiszeit hier zu bleiben und Kleidung, also genähte Felle zu tragen. Und die sind überhaupt nicht, wie Evolutionisten erstmal glaubten, primitiv. Ich war Assistent von einer Anthropologin, und sie meinte, die waren eigentlich ein bisschen besser fortgeschritten. Wir hatten eine schnellere Vermehrungsrate und waren aggressiver. Das war ihre These, und es könnte sein. Auf jeden Fall dann im Miozän schrumpften die Wälder, und da gab es so ein bisschen, wer bleibt hier? Und da waren dann die Gorillas stärker und die Schimpansen stärker, und Prokonsul und seine Nachfahren, zu denen wir gehören, die gingen dann aus den Wäldern, und sie waren schon, hatten schon eine Voranpassung, biologische Voranpassung fürs aufrechte Gehen. Denn die sind Prokonsul, und die sind geklettert, die hatten noch nicht die langen Arme zum Hangeln und Hangelschwingen, und die Arme waren noch nicht so, dass sie wie die Gorillas auf den Knöcheln laufen. Und aber sie waren präadoptiert, man geht hoch und runter den Bäumen, präadoptiert für aufrechtes Sein. Sie bevorzugten die Savanne, nicht offene Steppen, das war ein bisschen zu gefährlich, Savanne, wo Bäume sind. Und wir haben das in unseren Genen noch immer. Da gibt es Studien, wir mögen Parklandschaften, also Gras, aber da müssen immer wieder ein paar Bäume sein, denn das war Rückzugsgebiet. Und heute, da hat man wieder mal das studiert, dass die Menschen ruhiger sind und entspannter in einer Parklandschaft, als wie, wo der Wald ganz dicht ist oder wo kein Wald ist. Also das geht dann zurück auf diesen Prokonsul. Er hat auch, er war auch schwanzlos, er brauchte nicht wie andere Affen den Schwanz zum Steuern und Balancieren beim Springen. Und er kletterte dann meistens vierfüßig. Und also die Primaten sind eben Geschöpfe des Waldes, und wir gehören dazu. Stereoskope, Vision, das heißt, dass man schätzen kann, wie weit was ist. Denn wenn man von einem Ast zum anderen springt und das fehlkalkuliert hat, dann scheidet man aus dem genetischen Vererbungsstrom aus. Das ist darwinistische Selektion. Und wir können Farbe sehen. Auch das ist ein Geschenk des Waldes. Denn der Wald ist grün. Es gibt ja so viele grüne Farben. Ich habe mir schon gedacht, wenn es nur grün gäbe, wenn ich da im Wald bin, einige Blätter sind ganz hellgrün, wie eben die Birke, und andere Fichte dunkelgrün, und die Farne haben wieder ein anderes Grün. Wäre genug, aber die Natur ist ja üppig. Und wenn man da im Wald lebt und man klettert da durch die Bäume, die frühen Primaten, dann klettert man schon durch das Grün, aber dann sieht man Gelb und dann... könnte was sein. Und dann sieht man Rot, und das ist, das ist eine Frucht oder ein Obst. Also das ist, das liegt auch in uns bis heute genetisch veranlagt. Wenn wir fahren, das wurde im Verkehr angewendet, wenn wir fahren, grüne Welle, wenn gelb, ja, und vielleicht nochmal schnell Gas geben, aber da wird man wach, und rot hält man. Das ist in den Wäldern des Myzen und davor angelegt. Also wir sind
Kreaturen des Waldes. Auch, dass wir, dass unser Riechen im Vergleich zu Kühen und Bären und Hunden richtig, also kaum da ist. Wir sind, was Riechen betrifft, sind wir sehr behindert, weil wir nicht auf dem Boden leben und riechen müssen, sondern bei uns ist das Sehen viel wichtiger. Wir sind Kreaturen, die sehen. Aber Hunde, wenn ich da mit meinen Hunden durch den Wald streife und ich sehe, wie die da hin und her rennen, ich dachte, was machen die denn da, warum? Gerade so und so. Im Winter, wenn da Schnee liegt, sehe ich, warum? Weil da sind gerade Spuren von irgendwelchen Tieren. Ihre Welt ist eine Riechwelt, nicht unsere. Unsere ist eine Sehwelt. Und und deswegen auch bei der Begrüßung, man schaut einander in die Augen. Man begrüßt einander in die Augen. Nicht die Begrüßung wie bei vielen Tieren, dass man den Hintern schnuppert. Es gibt einige Menschen vielleicht, die machen das, aber das ist nicht normal. Ja, und da sogar noch die Idee, dass sagen Verhaltensforscher, dass die Menschen, also die Männer, weibliche Brüste erotisch finden, besonders Amerikaner, aber sonst überhaupt. Das ist, weil erotisch ist für die meisten Tiere, ist eben der Hinterteil, die Backen, auch noch erotisch, aber weil unsere Interaktion ist von Gesicht zu Angesicht. Und das ist wie eine, um Milch zu haben, braucht man keine großen Brüste. Also das ist nicht meine Idee, also nicht, dass ihr denkt, dass ich hier irgendwie schräg bin, aber das ist so, ja. So, wir kommen also aus dem Wald, also, und klammernde Säuglinge ist auch ein Erbe des Waldes. Und dass wir die Kinder an den Armen hochnehmen können und schaukeln, und die freuen sich. Ich kenne da Leute, die so Hunde oder Katzen als Ersatzkinder haben. Und da kugeln die Gelenke aus. Das ist dann keine Freude. Es ist durch dieses im Wald leben, dass wir die Arme so heben können und dass wir da Freude haben an dem Schaukeln und dann und so weiter. Ja, in feuchte Hände bei Stress meint man, dass das so bessere Haftung. Wir sind physiologisch psychologisch geprägt vom Wald, das ist es eben. Und so nach der Eiszeit, da kam kurz die Eiszeit, das war vor, also um 8500 Jahren war Skandinavien eisfrei, unsere Vorfahren waren zu der Zeit Großwildjäger, Mammutjäger, Rentierjäger, wollige Nashornjäger und so weiter und lebten im Sommer in tipiartigen Zelten. Und diese tipiartigen Zelten haben die Prärie-Indianer beibehalten und man sieht sie auch noch immer in Ostsibirien, denn da kamen die Indianer her. Und oft wurde die Mitte dieses gestützt und das galt so ein bisschen als der Weltenbaum. Und übrigens, deswegen sprechen wir immer noch vom Himmelszelt, weil man glaubte, dass oben, das ist, wo die Schamanen dann durchflogen in die anderen Welten, machen die Sibirier immer noch. Oft haben sie da als Weltenbaum einen Birkenstamm. Und dann die Wände, wo kleine Löcher sind und das Licht durchscheint, so wurde die Welt gesehen als ein Himmelszelt. Haben wir ja immer noch das Wort Himmelszelt. Und früher dachte man, der Himmel, den man sieht, die Sterne, das sind Löcher im Himmelszelt.
Das sind so, es geht, also ich staune manchmal, wie tief diese Sachen gehen. Ja, und dann kam die Vorwärmezeit und vor ungefähr 9000 Jahren gab es eine plötzliche, kräftige Erwärmung, 4 bis 7 Grad über die heutige Zeit innerhalb von 100 Jahren durch erhöhte Sonnenaktivität und überall schmolzen die Gletscher und da überflutete die Verbindung zur neuen Welt, Beringia, also von Sibirien nach Alaska. Da wurde Australien von Melanesien abgetrennt und da wurde Ceylon von Indien abgetrennt. Das war eine ganz plötzliche, massive Gletscherschmelze. Und das ging in die Geschichte ein der meisten zirkumpolaren, auch der Indianervölker, als eine Sintflut ging das ein. Es hat historischen Ursprung, die Sintflut. Hat man überall. So, und dann, nachdem das geschehen war, dann ging es so wellenweise, wurde es immer wärmer. Am Anfang, so um 9000 Jahre, kamen die lichtliebenden Bäume immer stärker zum Vorschein. Kiefer, Birke, Wacholder in den Tälern, Weiden und Pappeln und lichtliebende Kräuter wie Sanddorn, Sonnenröschen, Beifuß, Gänsefußarten, Seggen, Meertäubel und so weiter. Danach kam wieder dann ging es wieder ein bisschen kühler und dann wurde es wieder wärmer. Da war es 2 bis 4 Grad höher als heute, die Temperatur. Und die Bäume kamen, Mischwälder entstanden mit Eiche, Ulme, Linde, Esche. Vor 5000 Jahren kam dann die Buche. Und die Buche ist hier einheimisch, aber die Buche ist was ganz Besonderes. Buchenhaine gibt es nirgendwo auf der Welt als wie in Mitteleuropa. Und das ist eine Besonderheit. Und das ist der sogenannte Klimaxwald dann. Und diese Pflanzen, die Bäume meine ich, die Buchen und die Kiefern, Birken, Wacholder und so weiter, die sind, mit denen sind wir vollkommen verbunden. Das sind Pflanzen, die wir seit der Steinzeit mindestens kennen. Und da haben wir sehr viel Folklore und Geschichte damit. Das hat unsere Kultur, wurden von diesen Bäumen geprägt. Haselnüsse und dergleichen im Megalith-Zeitalter. Wir wurden von den Bäumen geprägt. In der alten Steinzeit, ja. Und es hat unsere Kultur geprägt, die unmittelbaren eingeborenen Völker hier, die endemischen Völker. Das sind zum Beispiel die Kelten, die ja hier waren. Hier heißt diese Stadt, hier war eine keltische Stadt, die dann von den Römern okkupiert wurde, Cambodonum. Und die Grenze war hier die kontinentale Wasserscheide dann. In der Völkerwanderung unten waren die Alemannen und die Römer waren hier. Und dann diese Wasserscheide war eben über 150 Jahre war die Grenze. Die Römer hatten dort Palisadenfestungen alle 5 Kilometer, also wo ich in der Nähe bin, in Friesenhofen und in Isny, da gab es eine römische Burg, Vemania, Palisaden, Holzburg. Die hatten sogar, um die Barbaren, um die Alemannen, die da kamen, Angst einzujagen hatten, gab es da sogar Elefanten, 2 Elefanten, und sonst Reiterheere. So wie der Frontier in Amerika. Also die Geschichte wiederholt sich ein bisschen. So, und die Kelten, für die ist die Kelten, die Proto-Kelten, die Urkelten, die kamen dann eher aus der ostasiatischen Steppe und brachten dann die Pferde und die Schmiedekunst und dergleichen. Aber sie kamen her und die Steppe, die Imagination, die zur Steppe gehörten, machte in diesem Waldland keinen Sinn. Und sie haben viele der Waldgötter übernommen.
zum Beispiel den hirschtragenden Kernunos, haben sie übernommen. Die Kelten, die Führer der Kelten waren die sogenannten Druiden. Dru ist ein altes Wort für Baum. Es ist der Baum allgemein und ganz spezifisch die Eiche. Und Vit heißt Wissen. Und es heißt, die Druiden in ihrer Ausbildung, das sagte Cäsar, die leben wie Hirsche 20 Jahre im Wald und nehmen die Waldweisheit auf. Und sie tragen Hirschlederkleidung. Und bei einigen Zeremonien natürlich weiß und so weiter. Und Plinius sagt, die Kelten ziehen Eichen, Haine, allen anderen Orten als Tempel vor und vollziehen keine feierlichen Gebräuche ohne Eichenblätter. Ja. Und Kelten hatten auch heilige Haine, die hießen Nemedon, das heißt Eichen, heiliger Wald, oder Dru Nemedon ist der Eichenwald. Ja. Und das ganze Weltbild ist geprägt nicht nur von den Bäumen, die da wachsen, aber auch von den Tieren, den Waldtieren, zum Beispiel der Hirsch als indigener Waldgott. Erste Darstellung in Val Camonica, das war vor keltischen Zeiten, eingemeißelt in Felsen. Der Hirsch wurde assoziiert, neben anderen Dingen, mit der Sonne. Der Hirsch ist das Sonnentier. Der Hirsch symbolisiert das Sonnenjahr, denn im Frühling wachsen die Stangen und sind ganz durchblutet und sanft wie Samt, ja, braun. Und dann wachsen sie und im Mittsommer sind sie dann schon die volle Größe und dann im Herbst werden sie blank gewetzt und im Winter wieder abgeworfen. Und dann im nächsten Jahr geht das wieder. So ist der Hirsch ein Sonnentier. Und man hat dann in der Zeit, wir denken ja mit den Bildern, die uns umgeben. Heutzutage denken wir mit einem Bild der Maschine. Wir denken ja, der menschliche Körper ist so wie eine Maschine und die Venen, die sind wie Röhrchen und das ist wie ein Blasebalg und die neueste Version ist, das Hirn ist der Computer, der alles steuert. Das ist unser Bild, so denken wir. Und damals hat man vor allem die Tiere und die Bäume als Bilder genommen, um zu denken. Und das Jahr wurde dann gesehen als ein Hirsch, der im Frühling erstmal einen Sprung macht. Und das ist der Maria Lichtmess später, das ist das Fest der weißen Göttin, der Brigitte, der Birkengöttin. Dann macht er einen weiteren Sprung und dann ist Frühling Tag Nacht gleiche. Und dann macht er einen weiteren Sprung und dann ist es Maifest. Das ist seine Hochzeit mit der Blumen- und Blütengöttin. Deswegen stellte man also phallische Baumstämme auf mit Kränzen, die mit Blumen und roten Bändern geschmückt waren. Das ist so das Lingam Yoni unserer Kultur. Und dann mit Sommer macht er wieder einen Sprung und dann steht er auf dem Weltenberg am Zenit. Dass wenn die Sonne am höchsten steht, am Gipfel des Universums sozusagen und sein Geweih ist golden. Das ist die Johanneszeit oder damals die Sommersonnenwendzeit. Und dann gibt es, dann springt er abwärts und die Pflanzengöttin geht mit. Ganz bei Maria Lichtmess, also Brigitte, da keimen die Samen und die ersten Sprösslinge kommen und die Birke, da fließt der Saft und dann im Mai fängt alles an, immer mehr zu blühen und es ist eine Wonnezeit. Damals war es wärmer als heute, wir kommen ja jetzt gerade aus der kleinen Eiszeit heraus. Und da waren alle Vögel waren da und der Kuckuck rief alle zum Feiern und wenn die Götter nahe kommen, verlieren die Menschen den Verstand. Deswegen heißt Kuckuck auch ein bisschen verrückt oder ein Gauch. Kuckuck, ein anderes Wort für Kuckuck ist Gauch.
und, oder im Norddeutschen Gauk, das heißt der Narr. Also wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hieß so. Oh ja, und dann springt er abwärts zur Erntezeit. Im Sommer ist die Göttin, so die alte Vision, die Pflanzengöttin, hochschwanger. Und dann im Anfang August kommt die Getreideernte und sie fängt an zu gebären, Obst, Früchte und so weiter. Und der Hirsch selber, sein Geweih wird blank und er ist der Meister aller Dinge. Und dann geht es weiter abwärts und in der keltischen Mythologie kommt der dunkle Gott der Unterwelt und in den Tagen des November, wenn es kalt und trüb ist, jagt und erschießt der schwarze Gott der Unterwelt. Bei den Griechen war es Pluto, heißt auch der Schwarze. Erschießt den Hirsch und dann sinkt der Hirsch in die Tiefe. Die Pflanzengöttin verliert ihre Kraft und wird eine alte, dann gehen die flimmernden Spinnenweben, das war noch von ihrem Spinnrad, und dann gehen sie in die Tiefe und dann in der dunkelsten und stillsten Nacht zur Wintersonnenwende wird das Lichtkind, in dem Fall der Hirsch, wiedergeboren und der Zyklus fängt von neuem an. Dieses Bild ist ein Bild des Waldes, Waldlebens, des hiesigen Kreislaufs. Und als dann die Missionare kamen mit ihrer frohen Botschaft, die hatten da nichts übrig für einen Hirschgott und Kernunos und so weiter, das musste hier verboten werden, aber wie das dumme Volk immer ist, das machte weiter, verehrte den Hirschgott. Gibt es hier sogar hier auf der Adeleck, wenn ich da zu Bergbauern gehe, im Herrgottswinkel an der Nordostecke, wo dann oft Maria ist. Ich kenne da welche alte Waldarbeiter, ja, nix Maria und so, da haben sie Hubertus und Hirschgeweihe da. Also die Sachen gehen weiter. Ihr Christen mussten den Eingeborenen entgegenkommen. Und da kam dann die Legende von dem heiligen Hubertus. Er nahm die Stelle des keltischen Jägers ein. Und der heilige Hubertus war auch ein Jäger. Und da sieht er einen wunderbaren Hirsch und will schießen, gell? Und der Hirsch, auf einmal leuchtet es wie eine Sonne zwischen dem Geweih. Und mit vier Strahlen, das ist auch ein uraltes Bild, das Kreuz ist nicht erfunden worden von den Christen, es geht bis in die Steinzeit zurück, leuchtete, ein Sonnenzeichen, leuchtete und der Hirsch spricht, Hubertus, erkennst du mich nicht? Und es ist Christus in Hirschgestalt. Und so sind die Übergänge, Christus in Hirschgestalt, der Hubertus. Und der hat es bis heute geschafft. Waldmeister, Waldkräuter, und da steht auf der Waldmeister-Schnapsflasche ein spirituelles Getränk, ein geistiges Getränk. Da ist auch ein Hirsch mit Hirschgeweih und einem strahlenden Kreuz. Das zeigt so, von den Göttervisionen haben wir es bis zur Schnapsflasche geschafft. Also es geht dann, wer sind die Waldvölker? Zu einem gab es Ureinwohner, dann kamen die Proto-Kelten, haben sich dann hier, das war wie so ein Zusammenwirkung, die Kelten als Kelten identifizierbar, hatten ihren Ursprung in so Böhmen, Österreich, hier in nördlich der Alpen bis Ostfrankreich. Also das war Urkelten da. Und dann in der Latenzzeit, das war ungefähr, wann war denn das?
Weißt du sie? Das war so um 400 vor unserer Zeitrechnung. Da gab es eine neue Expansion der Kelten und da sind einige bis nach Spanien, das waren die Ibero-Kelten und andere, sind auf die britischen Inseln und Irland und so weiter. Wir denken immer, die Kelten kamen von dort, und es ist nicht so. Die Kelten kamen von hier. Und Hallstatt oder Salzburg war einer ihrer richtig wichtigen Zentren. Und die sind dann auch im Balkan entlang. Belgrad ist eine keltische Gründung. Und die sind dann bis nach Kleinasien, das ist die heutige Türkei, da gab es noch keine Türken. Die Türken zu der Zeit lebten am Altai-Gebirge, waren schamanische, nomadische Völker. Und heutige Türkei, Kleinasien war gemischt. Und die Kelten, die erscheinen in der Bibel als die Galater. Und die Galater in der heutigen, also wo heute die Türkei ist, man weiß, dass sie die heiligen Eichenhaine hatten. Und sie erscheinen in der Bibel eben als Galater und der Apostel Paulus ermahnt sie. Das Abendmahl bedeutet nicht fressen und saufen. So irgendwie passt das. Und ja, und dann die Germanen, das waren so die Nordvölker, die Beziehung zwischen Germanen und Kelten, das ist so über 100 Jahre und einige der Kulte haben sich ausgetauscht und vieles, was mit Pferden und den Schmieden zu tun hat, kam eigentlich von den Kelten. Und so die Sagen im Nordischen wie Wieland der Schmied, im Skandinavischen Velander, im angelsächsischen Valand, der magische Schmied, der sich auch Flügel machte aus Schwanenfedern und der mit einer Schwanenjungfrau verheiratet war. Er hat ihr das Schwanengewand gestohlen und dann konnte sie nicht weg. Aber irgendwann hat sie das Gewand wiedergefunden und ist dann weggeflattert. Tolle Geschichte ist übrigens. Das ist eigentlich eine keltische Geschichte. Und auch Baldur, der Sonnengott mit Nana, der Pflanzengöttin, ist ursprünglich keltisch. Es ist Belenos, der strahlende, der wunderschöne Gott. Denn die Germanen hatten ursprünglich, wie auch die Balten noch immer und einige sibirische Völker, da war die Sonne die liebe Frau-Sonne. Also ein späteres, aber es ist sehr gemischt, Kelten und Germanen besonders. Es gab auch keltische Völker, die sich Germanen genannt haben und umgekehrt. Und aber es sind Waldvölker und da haben sie viel zu tun. Die Germanen, das sind so die Völker, die in der Völkerwanderung sind sie ja. Da gab es ja einen Klimakollaps. Auf einmal wurde es kalt. Und im Norden konnte man kaum was anbauen, schwer zu überleben und da auch die Weideflächen in Asien weniger wurden, drückten die asiatischen Völker, wie zum Beispiel die Hunnen, drückten dann auch die Slawen westwärts und die Germanen zogen über in das Römische Reich. Das sind ein bisschen Klimageschichten und zu den Germanen gehören die Goten, und die Langobarden in Italien, die Angeln und Sachsen und Juten, die England dann besiedelt hatten. Und natürlich die Sachsen und so weiter. Also das sind die germanischen Völker, auch vollkommene Waldvölker. Ihr Gott war eigentlich Wotan oder Woden oder Odin, war ein Schamanengott. Erst spät bei den Wikingern wurde er zum Kriegsgott gekürt. Er war eigentlich einer, der über die Grenzen ging und der auch wieder ein Waldbild bei Odin, der dann 9 Tage umgekehrt in dem Weltenbaum oder in der Esche hing. Die Esche heißt Yggdrasil. Igr ist der Name Odins in seiner schrecklichen Gestalt. Er war ja ein Gestaltenverwandler. Igr und Drasil ist der Träger, also das Reitpferd
Odins heißt das, Yggdrasil. Und da hing er umgekehrt und 9 Tage und Nächte ist mit dem eigenen Speer verwundet, weder Speis noch Trank nehmend. Was man da hat, ist ein alter schamanischer Ritus, extreme Askese. Ich kenne das von den Indianern, wenn sie sich an den Sonnenpfahl hängen und tanzen, bis sie im Trance nach hinten fallen und die Haken, die sie da verbinden, reißen raus und ihre Seele fliegt. Das sind archaische Methoden der Seelenablösung. Das kennen wir heute kaum. Wir haben vielleicht das Erlebnis mal im Autounfall oder Nahtoderlebnis, wo wir dann plötzlich uns von außen sehen. Aber das sind archaische Techniken, die wir nicht mehr beherrschen. Und Wodan oder Odin oder im Altenglischen heißt er Woden. Der war einer, ein Meister dieses schamanischen Reisens. Und deswegen ist sein Pferd, hat 8 Beine. Es ist Sleipnir, der Schleifende. Das ist eine Metapher für die Totenbahre. Denn die Totenbahre wird von 4 Menschen getragen und hat 8 Beine. Und er lag da wie tot, heißt es, in dem schamanischen Trance, während seine Seele durch die Welt reiste. Oft in Begleitung mit Wölfen, die ganz scharfe Sinne haben und sehr weise Tiere sind, und Raben, die weit fliegen können und sehen können. Und oft nahm er selber die Gestalt an, manchmal als Adler, manchmal als Bär und dergleichen. Das ist das archaische Schamanentum. Und die Tiere und überhaupt die ganze Sache hängt eigentlich mit den Wäldern zusammen. Das sind die Imaginationen, die kommen aus den Wäldern. Hat doch auch Goethe mal gesagt, wer unter lichten Linden aufwächst, der wird ganz andere Mentalität haben als jemand, der unter dunklen Fichten lebt. Also wollt ihr das Zitat, dann kann ich suchen. Wenn ich es nicht finde, müsst ihr es selber suchen. Also, na, ich finde es nicht, ich habe zu viele Blätter hier. Ja, ich finde es nicht. Aber das hat Goethe gesagt. Und die Germanen, das sind zum Teil auch die Wikinger, die an der Wolga da als Wikingerschiff haben. Die Kosaken, die sind sehr stolz auf ihre germanische Bezug. Die Rus heißt die Ruderer. Und ich weiß auch, Putin hat gesagt, ja, wir sind ja verwandt, hat er gesagt zu den Skandinaviern. Also das ist ein großer Block von Waldvölkern und dann die Balten. Wer sind die Balten? Das sind diejenigen, die die Ostsee die Westsee nennen, denn die sitzen am Ostende der Ostsee. Und das sind die Litauer, die Letten und die Preußen. Die Preußen, das ist die eigene preußische Sprache, die alten Götter der Preußen war und der Litauer. Und Letten ist Perkunas, das ist der Donnergott, und er ist mit der Eiche verbunden. Und dann die Göttin ist mit der Linde verbunden. Also, und das ist eine echte Waldkultur. Schade, dass wir hier so wenig Zeit haben, sonst würde ich da mal noch mehr drüber sagen. Das ist eine sehr interessante Kultur. Und dann, wer ist da noch? Die Slawen, die slawischen Völker, die Tschechen, die eine tolle Waldkultur haben, Polen, Russen und so weiter, russische Märchen, eine wunderbare Tiefe mit den zum Beispiel die Baba Yaga, die da ganz tief im Wald wohnt, und das ist eine alte slawische Totengöttin. Die Slawen, die hatten auch die 3 Göttinnen, die weiße Göttin des Frühlings und des Lichtes und der Birke, und dann die Sommergöttin, die rote Göttin, und dann die Todesgöttin. Das ist die einzige, die die Missionierung einigermaßen überlebt hatte und dann zur bösen Hexe wurde, und ihr Häuschen steht auf wie Hühnerbeine, heißt, das ist
Das ist eigentlich der Weltenbaum, umgekehrt mit den drei Wurzeln. Das ist wie ein Hühnerbein. Und das Häuschen tief im Wald dreht sich und rundherum ist ein Zaun mit den Knochen der Toten und Totenschädel sind darauf, die nachts leuchten. Und sie fährt dann über das Land und die Vasilisa, die Schöne heißt es, die Vasilisa, die Schöne, die muss dorthin gehen, gezwungen von bösartigen Stiefschwestern und Stiefmutter und soll dort Feuer holen. Aber sie hat Hilfe, Segen, ein Segen der Mutter in der Form eines kleinen Püppchens. Diese magischen Püppchen, die findet man noch immer in Sibirien und in der Mongolei. Das haben dann die buddhistischen Missionare haben die verbrannt und christliche Missionare haben die verbrannt, aber das war wie wo so etwas von der Essenz der Ahnen war und das hat sie mitgehabt und das hat ihr geholfen. Da kommt ein roter Reiter vorbei und auf einmal wird es hell und dann kommt ein weißer Reiter und die Sonne geht auf und dann kommt Abend, während sie durch den Wald läuft, ein schwarzer Reiter und es wird wieder dunkel und zuletzt kommt sie hin zu der Baba Yaga, diese wilde Hexe und sie fragt die Hexe, als sie dann endlich mal spricht, da sagt die alte Baba Yaga, was ist mit dir, bist du stumm? Und sage ich, nein, Mütterchen, hast du denn keine Fragen? Aber ich warne dich, wer zu viel fragt und zu viel weiß, der lebt nicht lange. Da wagt sie die Frage, wer sind diese Reiter? Und da sagt die alte Hex, ja, das ist meine Sonne, der Sonnenaufgang und das ist die Sonne des Tages und das ist der Sonnenuntergang, meine Sonne. Da schimmert schon das göttliche Wesen durch. Und was ist dieses drehende Haus, das ist wie die Erde selber, denn in 24 Stunden, da sieht man, wie der ganze Sternenhimmel eine Umkreisung macht. Das kann man sehen. Es ist nicht immer dasselbe. Es dreht sich und sie ist sozusagen in der Mitte, das ist ihr Haus und sie ist im Weltenbaum und sie ist eigentlich eine Gütige, aber sie ist eine Schicksalsgöttin. Und Vasilisa ist so ein ehrlich und reine Seele, dass sie dann gesegnet wieder gehen kann. Das sind so Geschichten. Kommen aus dem tiefen Wald, ja. Und dann, nochmal zu den Kelten. Einer der Hauptgötter ist Cernunnos. Es ist eben der, wo ich gesagt habe, die Hirschgottheit. Und die wurde sehr, sehr geliebt und blieb, genau wie ich sagte, in christlicher Gestalt mit dem heiligen Hubertus. Aber es ist auch beim einfachen Volk, da hat man sehr oft im Wohnzimmer den röhrenden Hirsch. Da gibt es irgendwelche durchgeknallte Intellektuelle, die nennen das spießig. Aber es ist eigentlich eine Resonanz mit Urvorfahren, der röhrende Hirsch oder der Hirsch galt als Sonnenwesen, waren ihm die Dämonen in Schlangengestalt, die Schlangen zuwider. Das hat man auch im Mittelalter noch geglaubt, dass der Hirsch ein Feind der Schlangen ist. Krankheiten wurden oft in Wurm- oder Schlangengestalt imaginiert oder gesehen mit dem Auge der Seele und der Hirsch mit seinem Licht war ein Feind der Schlangen. Deswegen gibt es noch immer hier und da Hirschapotheken, Apotheke zum Hirsch. Das hat alles seinen Grund, das ist nicht willkürlich. Ja, und dann Merlin hat es gar nicht gegeben. Es gab viele Merline, ist ein Archetypus des Druiden oder des Zauberers, der im Wald lebt. Und er wurde immer dargestellt, mit einem Hirsch und einem Wolf. Oder er zog durch die Wälder mit Hirsch und Wolf. Eigentlich bedeutet Hirsch
leben, und Wolf war, konnte das, den Tod symbolisieren, und er hielt die Balance zwischen beiden. Ja, und dann wichtig in diesen Kulturen, also mit den Tiere, die, mit denen man die Welt erklären konnte, war auch der Bär zum Beispiel. Und Bär war Totem der Krieger, bei den Kelten wie auch bei den Germanen. Und König Artus ist eigentlich ein Bärenkönig. Das Wort Artus ist verwandt mit dem griechischen Arktus, die Arktik. Das ist der Norden, wo Bären leben. Oder irisch Art heißt Bär. Und das sind die, beim Germanischen, die Berserker. Das ist eine Jugendweihe, die wurden, die jungen Männer wurden in den Wald geschickt. Oft nur, das war so wie das Walkabout der australischen Ureinwohner. Wenn ein junger Australier splitternackt mit nichts wurde in die Wüste geschickt und kam dann, und wenn er ein Jahr überlebte, also es wurde, er musste sein, alle seine Ängste und so weiter und musste er konfrontieren bei dem Walkabout. Und dann, wenn er zurückkam, da hatte er die Kraft, und dass er dann auch eine Familie, also eine Frau heiraten konnte und eine Familie schützen und ernähren konnte. Also das sind sozusagen, Berserker wurden auch rausgeschickt, und das ist eine Jugendinitiation. Und da gibt es Geschichten, wie sie dann entweder einen Bär, der dann ihr Schutztier wurde, erlegten und das Bärenfell trugen, oder einen Wolf. Das waren die Wolfhemden, die Ulfhednir. Und die waren dann meistens die friedlichsten Menschen, weil sie mit sich, sie hatten alle ihre Ängste konfrontiert. Erst später in der Kultur haben dann Könige so permanente Berserker an ihren Hof gebracht. Das war dann die königliche Garde. Die wurden dann mit schönen Schmausen und Tanzmädchen und so weiter unterhalten. Und die Besten von denen, die kriegten dann, das war bei den Kelten und Germanen, die kriegten dann die Heldenportion von einem Braten. Und der König hat dann das tranchiert, und die Auszeichnung war, hier eine Heldenportion zu kriegen. Also, aber das hängt alles mit Wald zusammen, diese Sachen. Ja, und bei allen Indoeuropäern, Indogermanen, war Indogermane heißt, hat nichts, hat die Bedeutung ist, dass von Island, wo eine germanische Sprache, isländisch, gesprochen wird, das ist eine Kontinuität bis nach Indien, bis zu den indischen, vedischen Völkern gab, und zwar sprachlich und auch zum Teil die Bilder, die sie hatten, deswegen indogermanisch, heute heißt es indoeuropäisch. Und bei allen diesen Völkern war die Eiche der Weltenbaum. Also, dass die Esche der Weltenbaum wurde, das ist auf Island, weil es gab dort keine Bäume, obwohl sie für den Gott Thor Eichenstämme bis nach Island transportiert hatten, um einen Tempel für Thor zu bauen. Aber sonst, die Edda wurde 200 Jahre nach der Bekehrung geschrieben und von einem Staatsbeamten, der auch Christ war. Und er wollte nur aufschreiben, was die Vorfahren geglaubt und getan haben. Und vor allem, was auf den Königshöfen die Barden erzählt haben. Und was das einfache Volk sagte, war weniger interessant. Aber im Grunde genommen war überall die Eiche der Weltenbaum. Und der Eichenhain war, wie Plinius über die Kelten sagte, heiliger Hain, das Dru Nemedon. Das Nemeton, das heißt der heilige Hain. Und unter der Eiche, unter einer Eiche wurde gedingt, da hat die Stammesratsversammlung hat sich da getroffen, der Häuptling saß da, die Beraterinnen, das waren die Veledas und Valas,
hellsichtige weiße Frauen und noch einige alte Berater, die haben sich dann unter der Eiche getroffen. Warum die Eiche? Warum die Eiche? Weil die Eiche statistisch gesehen 27 Mal häufiger vom Blitz getroffen wird als wie andere Bäume. Und das Symbol ist der Blitz der Erleuchtung, dass die, wenn sie beraten, dass da die Erleuchtung dabei ist. Anscheinend haben die Kelten bei diesen Tingen, dem Rat, das Ting heißt etwas zu einem Ding machen, etwas, was in der Schwebe ist, Möglichkeiten da herauszusuchen, herunterzubringen und dingfest zu machen, die Entscheidung dingfest zu machen. Der Häuptling hatte eigentlich nichts zu sagen bei diesen Völkern, war kein Diktator, sondern jeder freie Mann, also Gefangene von anderen Stämmen, die nicht das Wohl des Stammes mit sich trugen, die waren ausgeschlossen. Aber jeder freie Mann, der konnte dann den Standpunkt sagen, vertreten. Warum waren keine Frauen da? Ja, weil die Frauen überhaupt keinen Bock hatten, weil die Männer sowieso machten, was sie in ihrer Hellsichtigkeit und Weisheit für richtig hielt. Denn es waren keine Egos, die da waren, sondern das Wichtigste war nicht ich, sondern das Wichtigste war die Gemeinschaft oder im kleineren Sinn die Hofgemeinschaft. Und deswegen war er nur ein Sprecher. Und wenn etwas diskutiert wurde, ja, sollen wir weiterziehen, sollen wir hier neue Felder roden, sollen wir Krieg oder Frieden machen, dann halt konnte jeder frei sagen. Und manchmal, wenn alle einer Meinung waren, wenn einer ein richtiges, vernünftiges Argument hatte, konnte die Mehrheit umgestimmt werden. Das ist sozusagen die Urdemokratie, die in diesen Völkern praktiziert wurde. Ja, und da saß man dann unter der Eiche und bei den Kelten schien es, also das sagen Ethnobotaniker, da wurde auch noch, es wurde überhaupt Bier getrunken, da wurde Bilsenbier getrunken. Also Bilsenbier, ich rate euch nicht, das zu probieren. Da wird man immer durstiger und man wird... Und besonders wenn man als Einzelner... In der Schweiz nimmt man es nicht so ernst mit dem bayerischen Reinheitsgebot. Und da habe ich einen guten Freund, der hieß Paulus Pfiel, der ist aber leider gestorben. Und der hat tolle Biere gebraut, Gundermannbier und Bilsenbier. Und da war gerade der Schweizer Feiertag, das ist überhaupt ein ganz alter Feiertag, Anfang der Erntezeit. In der Schweiz heute ist es die Rütli-Schwur, wo die Schweizer sich zusammentaten und die Steuern des Kaisers ablehnten und haben dann geschworen, wir werden nie der EG oder EU beitreten. Aber hier der Paul Silas, der hat dann dieses Bier gebraut. Ich habe mir gerade an dem Tag Bein verrenkt, da sind wir auf einem Berg, 1500 Meter, und da war das Bier da und gluck, 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 oi, das schmeckt ja gut. Und habe ich dann noch eins getrunken und auf einmal habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich mir das Bein verstaucht habe, fing an zu tanzen und dann zu rennen, also richtig irrsinnig, und rannte dann den Weg runter, auf der einen Seite Abgrund, auf der anderen Seite, und ich merke nur, wie was für ein Wunder es war, dass ich nicht runterfiel oder gegen die Wand knallte. Und dann habe ich die Arme ausgebreitet und die verwandelten sich in Rabenflügeln und das Dorf kam immer näher. Hätte ich noch ein Bier getrunken, was ich sicherlich gemacht hätte, da wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Zum Glück hat er nicht so viele Biere gemacht. Es ist gefährlich. Das wurde von den Kelten gemeinschaftlich gemacht und eine Stufe ist, es hebt den Menschen über das alltägliche Bewusstsein hinaus und man kommt zu mehr den Göttern nahe.
Und das ist eine hohe Kunst. Das ist nicht einfach auf Trip gehen. Man kommt den Göttern nahe, auch wie bei den Germanen und Kelten. Man versuchte, dass es die Götter selber sind, die beraten, nicht der kleine, ängstliche, ego-besessene Mensch. Und dann sind die anderen, die da sind, man erkennt sie in ihrem wahren göttlichen Wesen. Und das ist überwältigend. Und ja, und unter der Eiche wurde eben getinkt. Das heißt, die Sachen, die wurden dingfest gemacht. Die Entscheidungen kriegt ein Gewicht. It matters, kann man auf Englisch sagen. Und dann, wenn es einstimmig war, dann wurde es gesetzt. Und das war die Aufgabe des Häuptlings. Er hatte einen Hammer, das ist der Thorshammer, denn die Eiche gehörte zu Donar Thor. Überhaupt, die Eiche gehört zu allen Blitzgöttern, den slawischen Perun, den baltischen Perkunas, dem Tanaris der Kelten, Zeus bei den Griechen und Jupiter. Aber das war dann Donars Thorshammer und dann wurde das gesetzt, also zum Gesetz, in dem dreimal diese magische Zahl, bumm, 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 geschlagen wurde. Der Tingplatz wurde eingerahmt von geschälten Haselstäben. Die sind dann weiß. Daher haben wir heutzutage die weiße Fahne, denn das heißt, die Haselstäbe hießen, hier darf nicht gekämpft werden, hier darf keine Waffengewalt angewendet werden. Also das sind so Sachen, die bis zu heute, König Artus hat nicht unter, traditionell, weil das ist eine mittelalterliche Legende, hat nicht unter einer Eiche getagt, aber an einem runden Tisch, aber dieser runde Tisch musste unbedingt Eichenholz sein. Und da saßen seine Ritter, 12 Ritter, auch archetypisch, und Artus als der Bärenkönig. Und das wurde im einfachen Volk ein bisschen nachgemacht. Das gab es bis am Rande der heutigen Zeit. In den Wirtshäusern, in den Dörfern, da gab es immer den Stammtisch. Und da haben sich die Alten, die das Wohl der Gemeinde und des Dorfes im Sinn hatten, haben sich dahingesetzt und auch sie haben gut, wie Ratsbräu gibt es ja auch in den Städten, gut getrunken, denn vielleicht in Vino Veritas, da ist es in Cerveza Veritas. Da redet man lockerer und haben so das Geschehen und das Schicksal des Ortes bestimmt. Aber es musste ein Eiche sein. Das sind so die Zusammenhänge, gibt es noch viel mehr, aber es ist sehr interessant zu schauen, wie das so ist. Und dann will ich nochmal, der Bär, Symbol der Krieger, aber auch Symbol der Mutterliebe, denn die Bären sind ganz fürsorglich für die Jungen und da ist gefunden worden die Göttin Artio in Bern. Und das ist eine Muttergöttin, die dann, denn die Eiche, die nährt ja auch, die nährt die Wildschweine und nährt Eichhörnchen. Und heute sah ich auf dem Weg hierher 2 Raben, die sich die Eicheln holten und daran pickten. Und dann dann will ich noch etwas sagen, was auch ein Wildtier ist, das Wildschwein. Das wurde, und die Schweine wurden dann später zur Mast in die Wälder getrieben. Wildschwein symbolisierte für die eingeborenen Völker, ob das nun Slawen, Balten, Germanen oder Kelten waren, symbolisierte Glück, symbolisierte Schwein haben. Nein, hast Schwein gehabt. Es symbolisierte Reichtum, wie das Sparschwein. Also symbolisiert Reichtum. Eines der beliebtesten Essen bei diesen Völkern war das Spanferkel. Und musste immer mit einem Apfel im Maul, denn der Apfel symbolisierte das Leben. Denn so konnte das Schwein dann wiedergeboren werden. Also, dass der Apfel, das Land der Toten im Keltischen ist Avalon, das Apfelland. Und Apfel, sogar die Götter waren abhängig von Äpfeln. Denn eines Tages bei den nordischen Göttern, als
Iduna, die die Äpfel hütete, verschwand, sie wurde also irgendwo versteckt, wurden die Götter alt. Und dann, ehe dann kranken, kriegen sie wieder Äpfel. Apple a day keeps the doctor away. Apfel waren ganz heilig. Deswegen war es sehr schwer für die Missionare, die Einheimischen hier zu überzeugen, dass der Apfel Symbol der Sünde ist. Ja, die Eva, die der Apfel da hier gekriegt hat von der Schlange, schwache Geschlecht, hat dazugehört. Adam hat natürlich auf Gott gehört. Und dann kamen sie mit dem Apfel, hier, willst du die Weisheit und so? Nein, Liebling, Gott hat es uns ja verboten. Ach komm doch. Und dann nahm er einen Biss, aber das blieb im Hals stecken. Deswegen haben Männer hier ja, den Kehlkopf, den Adamsäpfel. Das ist tatsächlich so. Oh. Ja, das ist so, ja, die Kelten und Germanen, hey, Äpfel, Mann, das ist ein gutes Jahr dieses Jahr. Habt ihr schon gemerkt, wie viel Äpfel, was für ein Segen das ist? Ja, und ja, Schwein und Schweinehirten waren bei den Kelten ganz besonders, die, die den höchsten Rang hatten, mussten eine Zeit als Schweinehirten verbracht haben. Königssöhne, Druiden mussten Schweine hüten und sogar um angenommen zu werden, der heilige Patrick hat in seiner heiligen Legende, dass er auch Schweine gehütet hat, denn sonst hätten die Iren ihn nie angenommen. Und heilige Patrick hat ja auch den Heiden dort, den Iren, die Trinität erklärt und hat ein Kleeblatt genommen. Klee war schon immer heilig bei den Kelten, weil es ist die Dreiheit, die Trinität, das ist ein keltischer Gedanke, so. Die konnten sich gar nicht das Göttliche monolithisch vorstellen. Und was er gesagt hat, indem er sagt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, war, ey, schaut mal, das Christentum ist genau, was wir sonst glauben. Das ist, was er damit gesagt hat. Also die kannten ja schon die Trinität. Und dann, was gibt es noch? Ah ja, okay, gibt es eine ganze Menge. Die Göttin selber nahm gerne Schweinegestalt an, also Saugestalt. Keridwen war eine der großen Göttinnen. Sie hieß, einer ihrer Namen ist Alte Bache. Sie lief gerne unter den Eichen, weil Schweine mögen gerne Eichen. Und da der Blitz reinhaut in die Eiche, wurde sie von dem göttlichen Blitz vom Himmel über die Eiche befruchtet. Also das sind so Sachen, die uns die Christen ausgetrieben haben, aber das war, Schweine waren heilig. Und so könnten wir weiterreden, aber ich sehe, die Peggy steht hier schon. Wir können das Pflücken der Eichenmistel, auch eine interessante Sache. Die Raben, der Schwan, träumen, wahrsagen, andersweltlich. Der Wolf, da gibt es viele keltische und auch germanische Sagen, wo Königskinder oder Kinder verschleppt wurden von einer Wölfin und gesäugt worden von der Wölfin, auch die Römer, Romulus und Remus, oder in mittelalterlichen Legende von Wolf Dietrich, ich bin da irgendwie danach benannt worden, der wurde von einer Wölfin also entführt und als Kindlein aufgezogen. Und das heißt, wer eine Wolfsmutter hat, der hat Stärke. Das war die Idee dahinter. Ja, und dann, ich glaube, Peggy, wir müssen hier Schluss machen, oder was? Ja. Also das, wir könnten hier bis morgen früh. Sehe ich. Ja, gut. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.